Guten Morgen. Ich fange mit einem Gebet an. Vater, wir danken dir für den schönen Morgen. Wir danken dir für alles. Wir danken dir, dass du gut zu uns bist, dass du treu bist. Lege dein Wort in meinen Mund. Wir danken dir für diese Gelegenheit, die wir noch haben, hier zu kommen. Dass wir gesund sind, dass wir sehen, reden, hören können. Wir kommen vor dich und erkennen deine unendliche Liebe zu uns. Eine Liebe, die so groß ist, dass du sogar für unsere Sünde gestorben bist. Du hast einen Sohn gesandt, der für uns gestorben ist. Wir danken dir für diese bedingungslose Liebe. Und wir bitten dich, uns zu helfen, jeden Tag in der Dankbarkeit dieser Liebe zu leben. Wir danken dir, segne dein Wort, Name Jesus. Amen. Amen. Die Bibel lehrt uns, dass die Liebe äußerst wichtig, fundamental, von großer Bedeutung ist und dass die Liebe über allem steht. Wenn wir über die Liebe sprechen, neigen wir dazu oder wir denken direkt an die normale Liebe, die sexuelle Liebe. Natürlich, es gibt verschiedene Arten oder viele Arten von Liebe. Es gibt viele, also brüderliche Liebe, es gibt Eros, sexuelle Liebe. Es gibt auch die Liebe Gottes, Agape. Und diese Liebe ist die größte. Die Liebe Gottes ist unermesslich und bedingungslos. Die Liebe Gottes ist ewig. Ja. Gott hat zu Jeremia gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Wenn Gott dich liebt, ist es für immer. Und die Liebe Gottes ist transformierend. Und dass die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Ja, das Alte ist vergangen. Er ist Neues geworden. Das ist die Liebe, die das macht. Manchmal werden wir dazu gebracht, zu glauben, dass wir Gott sehr lieben müssen. Wie viel sollen wir Gott lieben? Das ist die Frage. Die Liebe zu Gott ist nicht quantifizierbar. Und man kann nicht genug Gott lieben. Die Liebe zu Gott besteht nicht darin, dass wir ihn lieben oder dass wir ihn lieben müssen. Oft passiert es uns also im christlichen Leben, dass wir immer Gott bitten, Gott hilf mir, gib's mir, dass wir gib uns Liebe, schaff in uns Liebe, dass wir dich mehr lieben. Und wir werden auch oft dazu gebracht, zu glauben, dass das wichtig ist, Gott sehr zu lieben, anstatt Gott zu bitten und zu sagen, uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Das vergisst man oft, dass Gott uns geliebt hat, dass er derjenige, der uns zuerst geliebt hat. Was ist die Liebe Gottes? Wir sehen das in Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Amen. Gott hat etwas für uns getan, obwohl wir selbst nichts für ihn tun konnten. Er ist der Handelnde, er ist derjenige, der tut. Der hat uns zuerst geliebt. Er war nicht wegen unserer Liebe zu ihm, sondern wegen seiner Liebe zu uns, dass er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren, als wir noch uninteressiert, als wir noch
irre geleitet oder sogar ohne Verlangen nach Gott. Manche wollten auch gar nicht von Gott hören. Aber Gott hat uns trotzdem geliebt. Wir schauen mal in der Bibel in Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Jesus antwortete einem Pharisäer, der Gesetzlehrer war. Als dieser ihn fragte, um ihn zu prüfen, was ist das größte oder das wichtigste Gebot im Gesetz? Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Also, fasste Jesus die Gebote in zwei Gebote zusammen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen oder die Liebe zu den Nächsten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit deinem Verstand. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Okay. Wer kann Gott lieben? Wer kann Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand lieben? Wer kann das machen? Es ist nicht einfach. Es ist sehr schwierig. Ich möchte nicht unmöglich sagen, aber es ist gar unmöglich. Deshalb ist Gott selbst. Deswegen hat er auch Jesus gesandt, der für uns gestorben ist. Wir alle haben etwas in uns oder etwas an uns, das uns nicht gefällt, das wir nicht lieben. Wer kann seinen Nächsten wie sich selbst lieben, wenn er sich selbst nicht liebt? Puh. Ich kann dich nicht lieben, wenn ich mich nicht liebe. Das kann ich nicht. Wenn im Gesetz der Maßstab der Liebe, die du gibst, die Liebe ist, die du dir selbst gibst, was musst du dann tun, wenn du dich selbst nicht lieben kannst oder wenn du dich selbst nicht liebst? Das heißt, wenn ich mich nicht liebe, kann ich dich nicht lieben. No go. Als Jesus das sagte, war er noch nicht tot, auch noch nicht auferstanden. Das bedeutet, dass es noch nicht die Zeit der Gnade war. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Es ist noch nicht die Gnadezeit. Oder es war noch nicht die Gnadezeit. Jesus sagt dann, wo er auferstanden ist, oder nach seiner Auferstehung, du sollst deinem Nächsten nicht mehr lieben, erweisen, wie du dich selbst liebst, sondern wie er ihn geliebt hat. Wir sehen das in Johannes 13, Vers 34. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Wenn ein neues Gebot gibt, das heißt, es gibt ein altes Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt auch ihr einander lieben. Es ist die Liebe Gottes zu dir, die dich dazu bringt, Gott im Gegenzug zu lieben. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht weißt, wie er dich geliebt hat.
Wenn du dir der Liebe Gottes zu dir und anderen nicht bewusst bist, kannst du nicht lieben. Man muss wissen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott die anderen auch liebt. Und der Rest wird kommen. Und der Rest wird folgen. Er ist die Liebe, die du von ihm empfängst, die bewirken wird, dass du dich selbst anders lieben kannst, dass du den Nächsten anders lieben kannst. Der Unterschied ist die Liebe Gottes. Du wissen, wie er dich liebt. Du wissen, wie er mich liebt. Ohne Jesus haben wir diese Liebe nicht. Ohne Jesus ist es nichts. Heute wissen wir, dass Gott uns sehr geliebt hat. Allein zu wissen, dass Gott für uns hat Jesus gesandt und er ist für uns gestorben. Man kann gut verstehen, was es ist. Also ich wäre nicht bereit, für euch zu sterben. Ja, aber wenn man die Liebe Gottes versteht, wenn man in der Ehe ist, man sagt, man sollte den Nächsten das seine Vorlieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Sogar hat er sein Leben gegeben. Dann verstehst du, was das bedeutet, was die Liebe Gottes ist. Und heute, wenn wir heute hier sind, wenn ich heute euch sehen kann, das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes hat dazu beigebracht, dass wir alle heute hier sind. Dass wir es uns sehen, dann werde ich dich nie sehen. Werde ich dich auch nie sehen. Du wirst auch da nie sein und mich gerade eben anschauen oder zuschauen. Das ist die Liebe Gottes. Und vielleicht hast du diese Liebe lange gesucht. Und du denkst, diese Liebe gibt nicht. Ich kann dir heute versichern, diese Liebe gibt. Deswegen bist du ja da. Und wenn du diese Liebe erfahren, wenn du diese Liebe haben möchtest, es ist ganz einfach. Lade Jesus in dein Leben ein. Lade ihn ein. Sagst du ihm, ich will, dass du in mein Leben kommst. Und du kannst dieses Gebet nach mir sprechen. Lieber Vater im Himmel, du bist Jesus Christus, komme ich zu dir. Ich erkenne, dass ich verloren war, dass ich nicht von dir wissen möchte, dass ich ein Sünder bin. Es tut mir leid und ich bitte um Vergebung. Vergib mir alle meine Sünden. Ich lade dich ein, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Mach alles neu. Ich kläre dich heute zu meinem einzigen Herrn und Retter und Heiland. Du Ehre von Gott, Vater. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Jetzt, ich sage dir, willkommen. Du gehörst zu der Familie. Jetzt kannst du wissen, wie Gott dich geliebt hat. Der hat dich sehr geliebt. Amen. Himmlischer Vater, ich erkenne, dass die Liebe die größte aller Tugenden ist. Sie ist die Essenz dessen, wer du bist und was du willst, dass wir sein sollen. Hilf uns, so zu lieben, wie du liebst, bedingungslos. Wir bitten dich, Herr, unsere Herzen mit Liebe für andere zu füllen, auch für diejenigen, die schwer zu lieben sind. Hilf uns, die anderen so zu sehen, wie du sie siehst, nach deinem Bild geschaffen. Herr, wir wissen, dass wir aus eigener Kraft nicht lieben können. Wir müssen verstehen, wie sehr du uns liebst. Dann können wir auch dann lieben, auch wenn es schwer ist. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für was du für uns gemacht hast, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass er für uns gestorben ist. Und er lebt. Und wir leben auch. Im Namen Jesus. Amen.